Nach der ganzen Aufregung sollten wir noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zum Fliegen, Link? Logo. Du bestimmst die Richtung, in die dein Wolkenpuppe fliegt, indem du die Wii-Fernbedienung nach links und rechts neigst. Falls du schneller fliegen möchtest, bewege die Wii-Fernbedienung ruckartig nach oben und unten, um die Höhe zu gewinnen. Neige sie dann nach unten. Immer wieder ruckartig nach oben und unten wegen, dann nach unten neigen. Das ist der ganze Trick. Und? Ist mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Hat so den Anschein. Wenn du auf deinem Wolkenvogel reitest, drückst du jederzeit 2, um dir die Steuerung anzuzeigen. Außerdem kannst du A drücken, um kurz zu beschleunigen oder anzugreifen. Drücke B. B funktioniert aber nicht. Oh, das wollte ich nicht. Verlangsamen. Drücke B, um den Flug zu verlangsamen. Link, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint hier in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sicher schon. Beeilen wir uns. Möchtest du das Spiel speichern? Na klar. Speichervorgang abgeschlossen. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchgemacht hatte. Ich werde nun meinen Vater berichten. Hey Link! Ach, du hast dein Federvieh gefunden? Wir haben hier seit morgen geübt. Warum kriegst ein Nichtskönner wie du eigentlich immer einen Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auf? Noch mit Zelda? Allein traust du dich wohl nicht, was? Du, Zeldalein, und sind schon unsere Kindheit gute Freunde. Da würdest du dir mächtig was drauf einstimmen. So ist es doch, oder? Bardo redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Ah. Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Den Paraschal, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Er riecht bestimmt toll. Ach, und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide ungestellt, Zelda und ich ganz allein da oben. Bardo, Bardo, hinter dir, hinter dir. Was ist denn? Stört mich nicht. Wir beide wie? Ganz allein, ja? Ja, also Link, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird dein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Hey, Bardo, warte auf uns. Ein guter, ehrlicher Wettkampf. Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Link, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes, ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei? Genau, mit dieser Einstellung kannst du nur gewinnen, Link. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Also dann, Link, bis gleich. Wie machen sind das? Sind das die Abgase der Vögel? Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Link nicht teilnehmen können. Aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf meinem Signal sprintet ihr durch, drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergesst
mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht Steuerkreuz runterzudrücken, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes durch Drücken von A die Vogelfigur seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Klärchen. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Die Auszeichnung wird von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25. Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung an der Statue der Göttin stattfinden. Das 25-jährige Jubiläum ist jetzt auch noch eine Anspielung darauf, dass Zelda 25 geworden ist und das Spiel veröffentlicht hatte. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda! Wuhu! Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder anderen Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Alle auf ihre Plätze. Los! Ich bin der Erste! Ich habe zuerst gestartet und trotzdem bin ich ganz hinten. Oh, das ging ja schnell. Ah, hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Der schummelt. Du wagst es, dich mit Bardo anzulegen? Nimm dies, Kleiner. Jetzt werfen die auch noch Sachen auf mich. Aua. Sturzflug zum Sieg. So, und jetzt? Dann ist halt plötzlich nach links gegangen. Aber jetzt. Du hast die Vogelfigur erhalten. Du erweist dich als Sieger der heutigen Zeremonie. Zelda wird sich freuen. Tja, und Bardo wird heulen. Link! Ist sie wahnsinnig? Wenn das Bardo sieht, ey. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Link. Küsschen. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Link, du musst nur die Vogelfüge der Göttin darbringen. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an dieser Stelle führe ich die Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach aller alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen.
Der Segen der Göttin. Ein weißes Segel, tanzend im Wind, für dich. Du hast den Paraschal erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschal, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Ling. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Küsschen, Küsschen. Haha, das gefällt mir. So kenne ich dich. Von hier aus springst du runter. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung B drücken, um den Paraschal zu öffnen. Öffne den Paraschal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Doch kein Küsschen. Tudum! Perfekt mittig gelandet. Das hast du toll gemacht, Link. Hast du was anderes erwartet, Sitchin? Nostalgisch. Dieser Anblick. Sag mal, Link, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Link! Hör mal, Link! Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Weißt du was, Link? Du und ich, wir... Hey, was? Anstatt man abdreht. Was ist das? Link!